Braucht Jurassic Park ein Remake? Das ist eine sehr kontroverse Frage, die jeder für sich eigentlich selbst beantworten kann. Im Endeffekt haben wir uns aber dazu entschieden, hier auf dem Kanal einfach mal ein Szenario durchzuspinnen, in welchem Jurassic World Rebirth möglicherweise ein Flop wird und Universal aber natürlich nicht sagen wird, okay, machen wir einfach einen Cut. Nein, die Dinosaurier T-Rex-Kuh muss weiter gemolken werden. Und ja, in diesem Fall würde man sehr wahrscheinlich auf ein Remake zurückgreifen. In den vorhergegangenen 3 Remake-Videos haben wir bereits besprochen, wie ein Remake zu Jurassic Park 1 aussehen könnte, wie eins zu The Lost World und ebenfalls auch eins zu Jurassic Park 3 aussehen könnte. Die Remake-Playlist habe ich dir mal da oben verlinkt. Schau da auf jeden Fall mal rein. Die Remake-Videos haben wirklich sehr, sehr positive Rezensionen von euch auch da draußen bekommen. Und ich dachte mir jetzt, okay, wenn wir schon auf diesen Trichter gehen und jetzt wirklich sagen, Jurassic World Rebirth wird möglicherweise ein Flop und Universal, die natürlich nicht aufhören werden, weiterzumachen, sagt, okay, was machen wir als nächstes? Wie können wir die Jurassic Park Crew wirklich jetzt noch nehmen und weiter ausquetschen wie ein Handtuch? Wir machen ein Remake. Dann dürfte man einen bestimmten Part aber nicht vergessen, den das Filmuniversum, das wir aktuell kennen, leider ganz ignoriert hat oder zumindest nie wirklich ausführlich erklärt hat. Ja, der sogenannte Vorfall mit dem Hurricane Clarissa, der Grund, warum Anlage B überhaupt zu dem wurde, was wir in The Lost World Jurassic Park 2 sehen. Der Naturkatastrophe, die den Engine-Vorfall sehr wahrscheinlich relativ mau aussehen lässt. Ja, in diesem Video hier sprechen wir jetzt darüber, wie ein Film über den Hurricane Clarissa wirklich aussehen und ablaufen könnte. Das Ganze ist nur meine Idee, meine Meinung. Ihr könnt mir gerne am Ende des Videos eure Meinung zu meiner Meinung schreiben. Wirr. Aber wir fangen jetzt sofort an mit dem Video. Legen wir los. Viel Spaß. Heute tauchen wir tief in die Jurassic Park Welt ein und sprechen einfach mal über eine geheimnisvolle, aber enorm wichtige Episode in der Geschichte der Dinosaurierinsel Isla Sorna, auch bekannt als Anlage B. Den zerstörerischen Hurricane Clarissa, ja, von dem werdet ihr alle schon mal irgendwie mitbekommen haben. Hierbei handelt es sich um einen Sturm, ein Naturereignis, das zum allerersten Mal in The Lost World Jurassic Park 2 angesprochen wurde. Wir wissen also aus The Lost World Jurassic Park, dass dieser Hurricane dafür verantwortlich war, dass die gesamte Anlage B, also die Isla Sorna, verwüstet und evakuiert wurde. Allerdings erfahren wir nie, was genau damals passiert ist. Und genau diese Frage stellen wir uns jetzt hier in diesem Video. Und wie könnte ein eigener Film bzw. eine Serie diesen Teil der Geschichte spannend erzählen? Fangen wir hier vielleicht mit den Fakten an, die wir über Hurricane Clarissa offiziell kennen. In The Lost World Jurassic Park 2 wird kurz erwähnt, dass der Sturm enormen Schaden auf der Isla Sorna angerichtet hat, sodass Ingen gezwungen war, die Anlage komplett aufzugeben und zu evakuieren. Die Dinosaurier auf der Insel wurden quasi ihrem Schicksal überlassen bzw. auch zum Teil einfach freigelassen. Im Grunde verschwand Isla Sorna von der Bildfläche und die Geschichte verließ sich darauf, dass diese gewaltigen, majestätischen Riesen inmitten dieser Wildnis sich selbst überlassen werden. Ja, man könnte sagen, dass einige Forscher sich hier vielleicht auch auf Dr. Henry Wus Lysin-Plan verlassen haben, der im Endeffekt ja nicht wirklich wirkungsvoll war, denn Lysin konnten die Pflanzenfresser über Pflanzen aufnehmen und die Fleischfresser eben, indem sie dann diese Pflanzenfresser gefressen haben. Interessanterweise wurde der Hurricane Clarissa nicht in den Filmen gezeigt, sondern nur während einer kleinen Hintergrundgeschichte von John Hammond erwähnt, in welcher er erklärt, warum Dinosaurier auf Anlage B komplett frei herumlaufen. Das bedeutet wiederum, wir haben eine gewaltige Lücke zwischen den Ereignissen von Jurassic Park von 1993 und The Lost World Jurassic Park 2. In welcher sich unglaublich viel auf dieser Insel abgespielt hat, das wir aber nie sehen durften. Lassen wir einfach mal unsere Fantasie spielen. Wie könnte die Katastrophe durch den Hurricane Clarissa wirklich ausgesehen haben? Wir können uns vorstellen, dass Ingen auf Isla Sorna hektisch versucht hat, ihre wertvollen Dinosaurier und vor allem auch die Daten zu sichern. Wahrscheinlich mussten die Forscher das gesamte Projekt über Nacht aufgeben, als der Hurricane näher rückte. Ebenfalls stellt sich hierbei die Frage, wieso ein Hurricane die Insel wirklich scheinbar aus dem Nichts heraus überraschen hätte können.
Ich meine, ja, Stürme können tatsächlich einfach aus dem Nichts heraus auftauchen. Und wenn es ganz blöde läuft, eben dann auch genau in diesem Fall jetzt eben vor der Isla Sorna, sodass die Warnsysteme selber gar nicht mehr genug Zeit gehabt hätten, um vor einer großen Katastrophe zu warnen. Das heißt, der Hurricane Clarissa hätte ungefähr 2 Stunden vor Erreichen der Insel Isla Sorna erst entstanden sein können. Das heißt, wir hätten sehr wahrscheinlich eine schiere Panik auf der Insel bekommen, als plötzlich ein Alarmsignal aufgeflackert wäre, dass die Forscher und ebenfalls auch die Bewohner dieser Insel aufgefordert hätte, alles stehen und liegen zu lassen und die Insel sofort zu evakuieren. Stellen wir uns vor, die Mitarbeiter hätten das Schlimmste auf der Insel wirklich verhindern wollen und hätten versucht, die gesamte Struktur noch irgendwie weiter aufrechtzuhalten. Allerdings wären dann über Nacht während einem Stromausfall, einem gewaltigen Wind und ebenfalls prasselndem Regen nach und nach der Dinosaurier wirklich freigekommen, beziehungsweise ebenfalls auch in die Areale gekommen, die ja von den Wissenschaftlern mit Stromzäunen geschützt wurden. Strukturen wären zerstört worden, Zäune gebrochen und die Dinosaurier hätten die Chance gehabt, frei auf der Insel zu leben. Eine perfekte Ausgangslage für die verwilderte Szenerie, die wir dann ja später in The Lost World Jurassic Park 2 im Film sehen. Was wäre also, wenn es einen Film gäbe, der genau diese Ereignisse schildert? Hier könnte ein unfassbar spannender Plot entstehen, der direkt an den ersten Jurassic Park anschließt und die chaotischen letzten Stunden auf Anlage B zeigt. Der Film könnte quasi damit beginnen, dass die Forscher auf der Anlage B jetzt erfahren, was auf der Isla Nublar wirklich passiert ist und ebenfalls mit den Konsequenzen des sogenannten Engine-Vorfalls aus dem allerersten Jurassic Park versuchen, mental umzugehen. Denn ja, im Endeffekt kann man sagen, dass die Erschaffung von Dinosauriern gleichzusetzen ist mit der Entstehung der Atomwaffe, zumindest in rein psychischer Sicht. Denn sehr viele Forscher müssen sich natürlich auch die Frage gestellt haben, was machen wir hier eigentlich und ist das wirklich in Ordnung, was wir machen? Der Film könnte uns also zeigen, dass genau die Aussage von Ian Malcolm aus Jurassic Park 1, in welcher er sagt, ihre Wissenschaftler waren nur bedacht, ob sie es schaffen konnten, nicht ob man es wirklich machen sollte, dass genau das eben falsch war. Ian Malcolms These könnte hier einfach als falsch dargestellt werden und wir könnten sehen, wie die Forscher sich sehr wohl Gedanken darüber machen, welche Konsequenzen die Erschaffung von Dinosauriern auf unsere Welt haben könnten. Der Film könnte einen Ingen-Mitarbeiter oder eine kleine Gruppe von Forschern als Hauptcharaktere haben, die sich auf der Insel befinden und sich plötzlich dem heraufziehenden Sturm und den frei werdenden Dinosaurier-Chaos gegenüberstehen. Wegen einem großen Evakuierungsszenario könnten einige Dinge schiefgehen. Der Hurricane Clarissa würde die Insel zu schnell erreichen und die Leute hätten gar nicht mehr die Chance, die Insel großartig zu verlassen. Dinosaurier werden durch die zerstörten Zäune freigelassen, während die Stürme Gebäude, Kommunikation und Fahrzeuge lahmlegen. Ein solcher Film könnte viele offene Fragen klären. Warum hat Ingen die Insel plötzlich aufgegeben? Wie haben sich Dinosaurier in freier Wildbahn entwickelt, nachdem sie sich selbst überlassen wurden? Und welche Rolle spielten möglicherweise noch nicht ganz erforschte, genetisch veränderte Dinosaurier, die wir später in The Lost World sehen? Beziehungsweise, ey, wir könnten hier auch wirklich einfach die beiden Carnotaurus aus dem Buch The Lost World Jurassic Park mit einbauen, die dann logischerweise hier irgendwie ihr Leben lassen müssten, denn sie tauchen ja in den späteren Filmen eben nicht mehr auf. Aber genau diese Option hätten wir jetzt mit so einem Film offen. Geheime Labore und Forschungsexperimente könnten enthüllt werden und ebenfalls einen direkten Bezug auf das legen, was wir dann später in Jurassic World bekommen, nämlich Dinosaurierhybriden. Für Fans wäre das einfach ein Traum, zu sehen, wie sich Dinosaurier ohne menschliches Eingreifen entwickeln und wie die Isla Sorna nach und nach zu dem verwilderten Ökosystem wurde, das wir aus dem Film The Lost World Jurassic Park 2 kennen. Ein Film über den Hurricane Clarissa könnte ein großartiges Bindeglied zwischen den ersten beiden Teilen sein und ebenfalls noch weitere Punkte erklären, die gerade auch den, naja, berühmt-berüchtigten Jurassic Park 3 betreffen. Warum ist der Spinosaurus so aggressiv? Warum sind hier Velociraptoren mit dabei, die nicht so aussehen wie die, die wir eben davor kannten? Und was ist der Bezug des Amalgam-Testings darauf? Denn genau dieses Testing könnte man auch bereits hier in einem Film über den Hurricane Clarissa und die Isla Sorna erzählen, weil das Amalgam-Testing ja auf der Anlage B stattgefunden hat.
Wir könnten erleben, wie sich Isla Sorna zu einem wahren Dinosaurier Refungium verwandelt, wo die Natur das Ruder übernahm. Und das könnte ein cineastisches Spektakel voller Spannung und Nostalgie sein, das uns zurück in die gefährliche Welt der Jurassic Park-Reihe führt. Und machen wir uns nichts vor, man möchte ein Jurassic-Universum aufbauen. Ob sich das Jurassic Park-Franchise wirklich für ein Universum eignet, das wird die Zukunft zeigen. Aber auch hier könnte man dann bestimmte Stellschrauben drehen, um noch weitere Spin-Off-Geschichten zu erzählen. Das bedeutet, eine Serie oder ein Film über den Hurricane Clarissa könnte quasi aussehen wie ein Mindmap, das in der Mitte die große Rahmenhandlung von Anlage B bespricht und dann nach und nach aber auch Figuren in Stellung bringt, um andere Geschichten zu erzählen. Geschichten, die möglicherweise auch keinen großen Einfluss auf die Haupthandlung der Jurassic World Filme später haben müssten, was aber auch vollkommen okay wäre. Ich meine, wir haben eine gesamte Welt, in welcher wir jetzt Geschichten erzählen können, die immer noch aktiv in die Filmreihe Jurassic World hineinpassen würde, ohne eben jetzt groß die Filme zu referenzieren. Natürlich ist das Ganze hier nur reine Spekulation, aber stellt euch einfach mal vor, wie intensiv und spannend so ein Film sein könnte. So hätten wir nicht einfach nur eine spektakuläre Fortsetzung, sondern auch ein sehr wichtiges Puzzlestück, das uns zeigt, wie Jurassic Park seine legendären Wurzeln mit dem heutigen Filmuniversum verbindet. Also worum genau könnte es in diesem Film gehen? Wir alle wissen, dass die Ereignisse von The Lost World Jurassic Park damit begonnen haben, dass Isla Sorna bereits völlig verwildert ist und die Dinosaurier sich in freier Wildbahn befinden. Kurz zuvor erfahren wir, dass ein gigantischer Hurricane namens Clarissa die Insel verwüstet und Injun gezwungen hat, die Anlage komplett aufzugeben. Das bietet uns natürlich den perfekten Grundstein für einen Film über besagten Hurricane. In diesem Jurassic Park Film, der logischerweise auch den ominösen Titel Jurassic Park Hurricane Clarissa tragen würde, könnte die Handlung kurz nach den Ereignissen des ersten Jurassic Park Films ansetzen, als Injun und die anderen Mitarbeiter die Anlage B auf Isla Sorna komplett räumen müssen. Der Hurricane Clarissa kommt allerdings schneller und zerstörerischer auf die Insel zu als erwartet und das Chaos bricht aus, als der Sturm sämtliche Sicherheitssysteme außer Kraft setzt und Dinosaurier frei auf der Insel herumlaufen. Besprechen wir hier nochmal ein paar mögliche Story-Elemente. Stellen wir uns unter anderem vor, der Film oder die Serie startet mit Ingen-Mitarbeitern oder Wissenschaftlern, die in Eile versuchen, wertvolle Dinosaurier-DNS-Proben und Forschungsdaten zu sichern. Doch ein kleiner Teil des Teams, der die Evakuierung leiten soll, ist noch vor Ort, als der Sturm voll zuschlägt. Was wäre, wenn wir zwei Hauptkonflikte hätten? Auf der einen Seite haben wir das pure Überleben. Die Charaktere versuchen, den gefährlichen Dinosauriern und dem Sturm zu entkommen. Das wäre quasi so die erste Hälfte des Films, die relativ düster wäre. Auf der anderen Seite gibt es einen ethischen Konflikt. Ein Teil der Gruppe möchte die Dinosaurier retten, während ein anderer Teil auf eine völlige Vernichtung setzt, um Injun vor Skandalen und möglichen rechtlichen Konsequenzen zu schützen. Und ja, natürlich habe ich mir hier auch mal so ein paar Figuren überlegt und ebenfalls Schauspieler, die wir in diese Figuren reinsetzen könnten. Das Ganze ist, wie gesagt, volle Fiktion und wir haben jetzt ja nicht mal irgendwie ein Grundgerüst, auf das wir diese Charaktere aufbauen können. Das heißt, das, was ihr jetzt erfahrt, ist komplett meinem Kopf entsprungen. Und natürlich könnt ihr mir auch gerne eure Meinung dazu sagen. Ich stelle mir eine vielseitige Besetzung vor, die verschiedene Blickwinkel und Expertisen einbringt. Das also hier sind meine Charakterideen. Dr. Lena Carter ist eine leidenschaftliche Biologin, die an die Wirklichkeit der Dinosaurier für die Wissenschaft glaubt und alles daran setzt, sie zu retten. Sie hat auf irgendeine Art und Weise eine persönliche Verbindung zur Insel und kann mit den Tieren umgehen wie kaum jemand anders. Hier könnte man ebenfalls wieder auf diese Tier-Mensch-Verbindung ein bisschen mehr eingehen, die ja auch in der Animationsserie Jurassic World Chaos Theory sehr gut rübergebracht wurde. Dr. Lena Carter ist die moralische Stimme im Team und kämpft dafür, dass Dinosaurier überleben. Und ja, ein paar von euch werden es vielleicht auch herausgehört haben, Dr. Carter, der Name ist nicht einfach so gewählt, sie hätte theoretisch auch eine Verbindung zu Carter haben können, den wir ja auch aus The Lost World Jurassic Park 2, dem Film, kennen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob Carter hierbei allerdings wirklich sein Nachname war, aber ich glaube schon. Allerdings müsste die Verbindung hier auch nicht bestehen. Das wäre aber auf jeden Fall eine der Figuren, die ich in diesen Film mit einbringen würde. Und für Dr. Lena Carter könnte ich mir jemanden wie Natalie Portman vorstellen. Sie bringt sowohl die notwendige Ernsthaftigkeit als aber auch die emotionale Tiefe, die eine solche Rolle eben erfordern würde. Des Weiteren hätten wir dann noch Jack Monroe.
Und Jack ist ein Sicherheitschef auf der Insel. Er ist pragmatisch und glaubt, dass die Dinosaurier ein zu großes Risiko darstellen. Er hat quasi so ein bisschen die Robert Muldoon-Denkweise. Für ihn geht es nur um die Sicherheit seines Teams und darum, so schnell wie möglich von der Insel wegzukommen. Auch wenn das heißt, einige Dinosaurier hier zurückzulassen. Für diese Rolle sehe ich ganz klar Josh Brolin. Er hat das raue, entschlossene Auftreten, das Jack eben verkörpern sollte und könnte einen Konflikt mit Dr. Carter, gespielt von Natalie Portman, spannend und realistisch rüberbringen. Dann hätten wir ebenfalls noch Diego Ramirez, den jungen Ingenieur. Ja, Diego ist, wie gesagt, ein junger Ingenieur, der ursprünglich nur als Assistent mitgereist ist, aber bald in eine wichtige Rolle wächst. Als Technikfreak möchte er versuchen, die Stromversorgung und die Kommunikationssysteme auf der Insel wiederherzustellen, während der Hurricane Clarissa wütet. Er ist quasi der Hoffnungsträger der gesamten Gruppe, auch wenn er selbst daran immer wieder Zweifel hat. Hierbei habe ich im Hinterkopf, jetzt bitte nicht erschrecken, eine Figur wie Franklin aus Jurassic World 2 Fallen Kingdom gehabt, allerdings nicht ganz so schrecklich geschrieben. Aber eben jemand, der starke Selbstzweifel hat, dennoch aber für die Gruppe unfassbar wichtig ist. Und Diego würde im Laufe der Geschichte nach und nach wirklich aus sich herauswachsen müssen, um eben dafür zu sorgen, dass die Gruppe an Überlebenden irgendwie von dieser Insel wieder herunterkommt. Und für Diego wäre Timothy Chalamet eine sehr interessante Wahl. Und ja, ich habe vor 2 Tagen erst Dune gesehen, deswegen irgendwie ist er mir da im Kopf hängen geblieben. Ich finde, das würde auch relativ gut passen. Er bringt die emotionale Tiefe und ebenfalls auch den Mut, den so ein junger, glaubwürdiger Charakter mitbringen müsste. Als nächstes hätten wir noch Dr. Harris. Harris ist ein leitender Ingenieur, der die Forschungsmission auf der Isla Sorna ursprünglich geleitet hat und somit auch der Chef von Diego ist. Er hat eine Menge Druck, da die Firma ihn später verantwortlich machen könnte, wenn DNS-Proben oder Dinosaurier selbst verloren gehen oder eben ausgelöscht werden. Zwischen Pflichtbewusstsein und Überlebensinstinkt kämpft er mit seiner Rolle. Und ja, die Traumbesetzung hier in meiner Vorstellung wäre eine Person, von der es sogar mal ganz kurz das Gerücht gegeben hat, dass die Person in Jurassic World Rebirth mit einer Hauptrolle spielt, was aber leider nie wirklich umgesetzt wurde. Zumindest bis dato nicht. Denn hier könnte ich mir Bryan Cranston gut vorstellen. Cranston würde die Rolle eines erfahrenen Wissenschaftlers und Leaders, der zwischen Loyalität und Überlebensinstinkt zerrissen ist, hervorragend verkörpern. Kommen wir zum Höhepunkt und dramatischen Finale dieser visuellen Geschichte. Ein zentrales Element des Films oder eben auch der Serie wäre der zunehmende Konflikt zwischen den Charakteren, die auf der einen Seite überleben und auf der anderen Seite moralisch handeln wollen. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass jede dieser Figuren mindestens eine andere Agenda verfolgt als die jeweils andere. Allerdings brauchen auch alle gemeinsam eine Charaktereigenschaft, die sie dann irgendwie doch eint und dazu zwingt, zusammenzuarbeiten. Das wäre dann logischerweise eben das Überleben auf dieser Insel und das Entkommen vor den tödlichen Dinosauriern. Als der Sturm noch einmal an Stärke gewinnt und die Dinosaurier sich frei bewegen, geraten die Charaktere zunehmend in gefährliche Situationen. Am Ende des Films hätten wir eine dramatische Verfolgungsjagd mit einem Tyrannosaurus Rex oder möglicherweise auch zweien. Ich meine, wir haben jetzt ja hier einfach auch Buck und Doe. Die beiden sollten logischerweise die Hauptrechse auf der Insel sein. Ebenfalls könnte man aber auch die Szene aus dem Buch Jurassic Park 2, also The Lost World, übernehmen, in welchem die Carnotaurus in einer verlassenen Wissenschaftlerstadt Jagd auf unsere Helden machen. Diese Szene könnte hiermit eingebaut werden und dann damit aufgelöst werden, dass der Hurricane Clarissa noch einmal nachstürmt und dann dabei die Carnotaurus irgendwie unter dem Schutt der gesamten Stadt oder auch Bäume begräbt. Also die Carnotaurus müsste man hier irgendwie tatsächlich sterben lassen, damit es einigermaßen Sinn ergibt, dass diese Tiere hier nicht mehr in den späteren Filmen auftauchen, zumindest eben in Jurassic Park 3. Wir hätten hier also einen unfassbar genialen Mix aus Katastrophen Film und Survival-Action-Abenteuer mit bestimmten Horrorelementen. Das Ganze müsste relativ düster sein. Wir dürfen uns hier auch nicht davor scheuen, Szenen zu zeigen, wie bestimmte Verletzungen, möglicherweise einfach Menschen, die Splitter von irgendwelchen zerstörten Häusern in den Beinen haben oder ähnliche Sachen. Das heißt, ein Hurricane Clarissa Film müsste definitiv zur Härte der Jurassic Park Filme zurückkehren und nicht diese relativ weichgespülte Geschichtslage von Jurassic World wieder mit aufnehmen. Es gibt einfach keine offizielle Seite, die jetzt wirklich sagt, halt, stopp, das hier ist die offizielle Angabe.
ist halt ein bisschen verwirrend, gerade wenn man sich dann so spezielle Quellen raussuchen möchte. Aus diesem Grund habe ich mich hingesetzt und habe im Internet eine sogenannte Time Machine angeschmissen. Da könnt ihr quasi auf Seiten zurückgehen, die im Netz noch gespeichert sind, aber die es eben nicht mehr gibt. Zum Beispiel die offizielle Website von Jurassic Park 3 oder ähnliches. Und habe dann da mal die Daten so ein bisschen abgeglichen und bin dann da ein bisschen näher rangekommen, aber auch nicht so nah, wie ich es eben gerne gehabt hätte. Das heißt ja, erstmal habe ich auch selbst nochmal meine eigenen Daten aus dem vorherigen Video nachrecherchiert. Im Großen und Ganzen kann das Ganze so bleiben, hat mich wirklich gefreut. Also wie gesagt, das Video, was ich dir da oben verlinkt habe, da kannst du dir gerne angucken. Die Daten da, die scheinen zumindest laut offiziellen Daten auch in der Time Machine, auf den Original-Homepages von damals zu stimmen. Und ich habe auch keinen Retcon von den Daten gefunden. Das heißt, die Daten sind immer noch aktuell. Dann habe ich mir eure Kommentare durchgelesen, die ein paar berechtigte Kritiken hatten, wie eben das zum Beispiel, warum wurden die Leute 95 erst evakuiert, wenn doch 93 schon die Insel eigentlich kaputt gegangen ist, also die Isla Nublar ist untergegangen, 93 und 95 wurden dann die Leute erst von der Sorna evakuiert. Aber die Leute auf der Sorna haben ja nur Dinosaurier erschaffen für die Nublar, also macht es irgendwie auch keinen Sinn, dass die weiter geforscht hätten, obwohl man hier auch wieder sagen muss, nein, wir wissen ja, dass die Saurier nicht nur da waren, um für die Isla Nublar vorbereitet zu werden. Die Dinosaurier wurden ja auch geschaffen, um an denen Feldversuche zu unternehmen, um herauszufinden, wie die sich jetzt wirklich in der freien Natur verhalten würden. Ebenfalls wurde dann auch drunter geschrieben unter die Kommentare, wie kann es denn aber sein, dass dann nicht schon vorher herausgefunden wurde, dass die Saurier sich alleine fortpflanzen konnten. Also obwohl sie alle weiblich waren, konnten die sich ja fortpflanzen in Jurassic Park. Die Frage will ich einfach noch ganz kurz hier nebenbei beantworten. Es wurde ja offiziell bestätigt, dass jeweils ein einziges Tier von diesen verschiedenen Spezies freigelassen wurde. Quasi ein Tyrannosaurus Rex, ein Velociraptor, ein Albertosaurus war es glaube ich noch gewesen. Die können sich nicht einfach alle fortpflanzen, wie es Blue kann, später in Jurassic World Dominion. Nein, die brauchen wirklich noch einen Partner. Wenn du halt zwei gleichgeschlechtliche Partner hast und die wandeln sich aber dann um, zumindest einer von beiden wandelt sich dann eben um, dann konnten sich die beiden Tiere eben paaren und sich so fortpflanzen. Das geht aber eben nicht, wenn nur ein einziger Velociraptor freigelassen wurde. Trotzdem fand ich die Frage sehr interessant und habe mir gedacht, haben die vielleicht aus vollem Bewusstsein nur jeweils einen Saurier freigelassen? Ist schon irgendwie komisch, oder? Warum haben die ganz bewusst immer nur einen Dinosaurier freigelassen und nicht einfach mal zwei aus experimentellen Gründen? Vielleicht wusste jemand wie Dr. Henry Wu bereits mehr über die ganze Sache, wollte es aber eben noch geheim halten. Durch diesen Kommentar bin ich eben dann auch auf einen schönen Plot gekommen. Denn dann habe ich mir den großen Plot überlegt, worum könnte es denn wirklich gehen. Das wäre jetzt so ein Teil davon, vielleicht ein Mysterium dahinter aufzubauen auf der Isla Sorna, wo es darum gehen könnte, dass man später herausfindet, Dr. Henry Wu wusste bereits wesentlich mehr über die ganze Geschichte. Ebenfalls könnte man hier auch das Amalgam-Testing ein bisschen mehr aufbauen, denn genau dieses Testing wurde auf der Isla Sorna ja bereits vorbereitet. Dr. Henry Wu ist zwar nach den Ereignissen von Jurassic Park 2 erst nochmal auf die Insel geflogen, um das Amalgam-Testing fortzusetzen, beziehungsweise um es anzufangen, allerdings müssen ja die Gerätschaften alle schon da gewesen sein. Das heißt, ja, das Amalgam-Testing scheint auch schon wesentlich früher im Hinterkopf von InGen stattgefunden zu haben und beziehungsweise auch geplant worden zu sein. Der große Hauptankerpunkt dieser Geschichte wäre logischerweise der Hurricane Clarissa. Das wäre auf jeden Fall der Climax, sind wir uns alle einig. Am Ende dieses Films oder dieser Geschichte hätte der Hurricane Clarissa auf die Insel krachen müssen und wir hätten eine Riesenkatastrophe gesehen. Quasi so ein bisschen das Titanic-Szenario. Jeder weiß, die Titanic versinkt am Ende, nur keiner weiß genau, okay, wie war das denn, als das damals so passiert ist. So eine Erfahrung müsste dann eben auch so eine Geschichte mehr oder weniger rüberbringen. Außerdem bräuchten wir noch Hauptfiguren und da habe ich mir gerade hier zwei Hauptfiguren ausgedacht. Eine von den beiden Hauptfiguren ist beschäftigt auf dem großen Wasserdamm in der Mitte der Isla Sorna, denn wir wissen ja auch, dass die Isla Sorna sowohl von Geothermalenergie versorgt wurde, als aber auch von einem gewaltigen Damm, der auch dann noch für Strom mit zuständig gewesen ist. Dafür haben sie in der Insel extra links und rechts gewaltige Gräben in die Insel reingerissen, um Wasser aus dem Meer in diesen Damm reinzuleiten. Dann wurde das Ganze eben umgewandelt und dann eben dann, naja, zu Strom weiterverarbeitet. Das heißt, eine unserer Hauptfiguren würde eben auf diesem Staudamm arbeiten. Zu den Figuren kommen wir aber gleich noch. Die zweite Figur habe ich mir dann überlegt, was ist noch eine sehr interessante Sache, was wir im letzten Video besprochen haben, worüber man auch mal sprechen sollte. Und ich finde, das ist genau das Feld, der Feldtest, über den wir gesprochen haben. Denn sehr viele von euch haben mir auch geschrieben, krass, ich wusste nicht, dass die schon vorher Dinosaurier frei herumlaufen lassen haben auf der Insel und ich wusste das vor der Recherche auch nicht. Wenn du das Video noch nicht gesehen haben solltest, es geht im Endeffekt einfach nur darum, dass
auf der Isla Sorna letztendlich viele Dinosaurier freigelassen wurden. Beziehungsweise war der Plan, viele von denen freizulassen. Laut offiziellen Aufzeichnungen wissen wir aber nur, dass ein Albertosaurus freigelassen wurde, ein Tyrannosaurus, ein Velociraptor und ein Triceratops, meine ich noch, mich erinnern zu können. Die wurden eben auf der Insel freigelassen, um zu schauen, wie die sich jetzt verhalten. In normaler Umgebung, nicht eingepfercht. Weil die Wissenschaft dann eben gemerkt hat, ja, das klappt ja wesentlich besser. Übrigens haben die Saurier auch dadurch nicht so viele Krankheiten bekommen, wie die eingesperrten Dinosaurier. Also ändern wir doch unser System und lassen die Saurier frei auf der Insel herumlaufen, während wir quasi unsere Areale, das heißt die Wohnsiedlungen, wo die Forscher eben gelebt haben, die Hotelanlagen, wo auch Forscher aus dem Ausland drin gewohnt haben, oder generell alles, was von Menschenhand irgendwie erschaffen wurde, das bauen wir in Gehege ein. Das heißt, wir erschaffen keine Gehege, um Dinosaurier da rein zu klatschen. Nein, wir nehmen uns und packen uns in die Gehege rein, um uns so vor den Sauriern zu sichern, während die aber frei auf der Insel herumlaufen konnten. Da John Hammond eben ein Satellitensystem installiert hat, konnte man die Dinosaurier auch super gut überwachen und eben zusehen, naja, dass die eben keine Gefahr werden würden für eben die Menschen auf der Insel. Das war so die grobe Idee, die ich jetzt dahinter hatte. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren ganz groben Plot, dass wir eben auf zwei Seiten jetzt hier zwei Personen haben, die die Geschichte ein bisschen mehr komplimentieren würden. Zum einen eben, was die bestimmten Geothermalenergien angeht, weil das ja auch auf der Isla Nublar betrieben wurde. Das fand ich irgendwie wichtig, dass man das weiß, weil das ja in Jurassic World 2 nochmal eine große Rolle spielt. Deswegen geht ja die Insel auch erst in die Luft, die Isla Nublar, weil auch da Geothermalenergie aus einem aktiven Vulkan herausgeholt wurde. Deswegen war die Insel, war der Park auf einem aktiven Vulkan gebaut worden oder auf einer Insel mit einem aktiven Vulkan gebaut worden. Da könnte man das Ganze hier nochmal in die Geschichte ein bisschen weiter mit einflechten und sich eben damit beschäftigen, naja, was hätten das Ganze jetzt für Vor- und Nachteile zum Beispiel. Und auf der anderen Seite hätten wir dann eben die Feldforschung, die noch weiter behandelt werden könnte. Und da könnte man einfach noch ein paar Sachen über das Verhalten der Dinosaurier erfahren. Wir könnten herausfinden, warum die Dinosaurier zum Teil da auf der Insel leben, warum zum Teil da auf der Insel leben. Man könnte sehr viele Unklarheiten dann damit auch klären. Und vielleicht auch wirklich mal darauf eingehen, dass die Dinosaurier sich anders verhalten, als man davon ausgegangen ist. Dr. Alan Grant sagt ja sogar in Jurassic Park 1, die Brachiosaurier sind Herdentiere. Dann ist eben aber die Frage, okay, ist das so, weil die Saurier das wirklich waren damals laut der Wissenschaft? Oder vielleicht einfach nur, weil sie von uns gentechnisch so manipuliert wurden, dass sie das sind. Also da könnte man noch sehr viele Hintergrundinfos einbauen, um das gesamte Jurassic-Universum noch ein bisschen komplexer zu machen. Kommen wir nun zum Hauptteil dieses Videos. Ich habe mich also hingesetzt und habe mir gedacht, okay, schreibst du einfach mal ein eigenes Drehbuch darüber, wie könnte denn der gesamte Isla Sorna-Arc denn so wirklich aussehen? Wie könnte denn ein Film aussehen, eine Serie aussehen, wie auch immer? Dann habe ich gemerkt, ich kann kein Drehbuch schreiben, habe dann angefangen, eine wirkliche Geschichte darüber zu schreiben, quasi in Buchform, und ich habe es noch nie geschafft, in all meinen Videos, die ich jetzt hier auf dem Kanal schon veröffentlicht habe, wirklich organisch Werbung für meine eigenen Bücher einzufügen. Aber ja, wenn ihr euch jetzt fragt, was hat dich denn dazu berechtigt, überhaupt jetzt ein Jurassic Park Buch zu schreiben und die Geschichte der Isla Sorna selber aufzuschreiben, ich schreibe schon sehr lange selber Bücher und Geschichten. Da habe ich dir mal unten in der Beschreibung, habe ich dir mal einen Link reingesetzt, da kommst du auf meine Autoren-Website, wo du auch meine Bücher mal reinlesen kannst oder in meine Bücher reinlesen kannst, in meine Kurzgeschichten reinlesen kannst. Außerdem findest du dieses Buch, das Rosenparadoxon, inzwischen in jedem Buchhandel, kannst sogar auch online bestellen, bei Hugendubel, bei Thalia, bei Amazon, bei iBooks, sowohl als E-Book als eben auch als Taschenbuch. Und wenn ich gerade mal schon dabei bin, könnt ihr auch gerne mal hier vorbeigucken. Das Terrorbuch vom lieben Chevy von den Jungs von Radio Raccoon, der schreibt nämlich auch ganz gerne mal Bücher. Wer am Lesen interessiert ist, kann ja gerne mal vorbeischauen. Auf jeden Fall habe ich mich dann wirklich hingesetzt und habe mir eine komplette Geschichte ausgedacht. Die werde ich jetzt hier nicht eins zu eins wiedergeben, aber ich werde mit euch darüber sprechen, was denn in der Geschichte jetzt wirklich so grob passiert ist. Aktuell arbeite ich noch an einer offiziellen Unknown Kaijuverse Website. Da werde ich dann auch so Geschichten mal veröffentlichen. Das heißt, auf dieser Webseite könnt ihr dann solche Geschichten, die ich dann jetzt mal in so Videos selber einbaue, zu bestimmten Themen, die es eben dann nicht offiziell gibt bis zu dem Datum, könnt ihr dann eben auf der Website selber nachlesen. So, und jetzt fangen wir mit der ganzen Nummer an. Wie gesagt, sämtliche Bilder, die ihr jetzt seht, sämtliche Animationen, sämtliche Ideen, die kommen rein von mir. Das könnt ihr nicht als Quelle nehmen. Die Quelle ist das alte Video, was vor dem Video hier hochgeladen wurde. Hier musste ich mir eben sehr viele Sachen selber dazu dichten, da der Vorfall auf der Isla Sorna nie wirklich preisgegeben wurde.
Die ganze Geschichte beginnt im Jahr 1993. Die ersten Dinosaurier werden für Feldversuche und Verhaltensforschung auf der Isla Sorna freigelassen. Das heißt, so würde dann die gesamte Geschichte eben beginnen, dass man dann damit, naja, einsteigt, dass die Dinosaurier jetzt hier frei auf der Insel herumlaufen. Aufgrund dessen, dass ja, und das ist wirklich ein offizieller Fakt, der Albertosaurus damals bestimmte Krankheiten aufgewiesen hat und man eben rausgefunden hat, dass diese Krankheiten nicht auftreten, wenn die Tiere in freier Wildbahn leben. Ist auch wie in echt, wenn du Tiere einsperrst, dann sind die wahrscheinlich eher krank oder haben andere Schäden, als wenn sie halt in freier Natur leben dürfen. Auf die Idee kam dann eben auch Inter und hat sich gedacht, komm, wir lassen die wirklich erstmal frei auf der Insel herumlaufen. Und damit würde dann die Geschichte quasi beginnen. Als die Wissenschaftler dann merken, dass genau diese Forschungen sehr gut funktionieren und dass die wirklich auch in mehreren Aspekten wirklich wertvoll für das gesamte Unternehmen Ingens ist, kamen sie auf die Idee, bestimmte Siedlungen zu bauen. Das heißt, Siedlungen wurden komplett neu erstellt und quasi zentraler auf die Insel gesetzt und nicht so verschachtelt an verschiedenen Plätzen, damit die Dinosaurier sich eher frei bewegen konnten und es einfacher gewesen wäre, einen Überblick darüber zu behalten, wo denn jetzt welcher Dinosaurier frei auf der Insel herumläuft. Jetzt könnte man da natürlich einwerfen, ja, man sieht doch aber auch sowohl in Jurassic Park 2 als auch in Jurassic Park 3 bestimmte verfallene Gebäude und das ist vollkommen richtig, allerdings diese Gebäude können ja auch schon gebaut gewesen sein, bevor man sich dann dazu entschieden hat, wirklich diese Siedlungen nah beieinander zu bauen. Ebenfalls hat man angefangen, damit den Staudamm zu erweitern. Der Staudamm wurde zwar schon vorher gebaut, allerdings war er nicht dafür gedacht, komplett für den Strom der gesamten Insel zu sorgen. Dieser Staudamm sollte lediglich einen Teil der Insel mit Strom versorgen, beziehungsweise war er dafür gedacht, um einen Sicherheitsgenerator mit Energie zu füllen, für den Fall, dass eben irgendwas passiert, dass man quasi noch einen Notfallplan hat, sollte der Strom eben generell ausfallen. Quasi sowas wie ein Notfallaggregat. Die Insel wird also kurze Zeit danach relativ baustellenlastig gewesen sein. Es hätten neue Wege gezogen werden müssen, die auch die verschiedenen Siedlungen miteinander verbunden hätten, die auch dann zu den Staudämmen geführt hätten. Man hätte ja das gesamte System nochmal so überdenken müssen, weil plötzlich ja das ganze Unterfangen abgeändert wurde. Die Saurier brauchten immer mehr Platz und wir Menschen haben immer mehr Sicherheit gebraucht. Das heißt, es wurden zu diesem Zeitpunkt ebenfalls auch sehr viele neue Zäune errichtet und ganz andere Zäune als die, die wir auch in Jurassic Park sehen. Das könnte unter anderem auch ein Grund gewesen sein, warum wir in Jurassic Park 3 das Spinosaurus-Gehege, wo der Spinosaurus eben durchrennt, dass das Gehege so anders gewesen ist als das T-Rex aus Jurassic Park 1 von der Isla Nublar. Wir sehen ja in Jurassic Park 3, dass genau das Gehege so dicke Streben dran hat, während das vom T-Rex ja mehr, naja, eben so dieser typische Elektrozaun ist. Und da gibt es keine offiziellen Angaben dazu, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Gehege vom Spinosaurus, also wo der eben durchbricht, tatsächlich eins dieser Gehege ist, die im Nachhinein erst gebaut wurden, und zwar um eine Siedlung herum. Ich meine sogar in bestimmten Konzeptzeichnungen gesehen zu haben, dass der Zaun sich quasi nach innen wölbt, als würde er irgendwas von innen schützen wollen. Die ganze Insel ist also gleichzeitig eine gewaltige Baustelle. Es werden neue Sicherheitsvorkehrungen erprobt und erdacht und eben gebaut. Es werden neue Wege gebaut. Es wird für mehr Siedlungen gesorgt und gleichzeitig werden aber auch schon die ersten Feldtests mit Dinosauriern gemacht. Das sorgt dann natürlich dafür, dass die Kritiken, gerade unter den Mitarbeitern, sehr, sehr laut werden und die eben auch an Ingen weitergegeben werden, ganz nach dem Motto, ey, hätte man das vielleicht nicht vorher machen sollen, also erst für die Sicherheit sorgen und danach danach die Feldtests beginnen sollen. Denn wie es natürlich kommen muss, ist es auch hier zu Unfällen gekommen, sowohl bei dem Bau der verschiedenen Gebäudekomplexe, als aber eben auch, naja, durch freilaufende Dinosaurier. Denn John Hammonds Sicherheitssystem ist ein Satellitensystem, das auch offiziell bestätigt wurde, ja, auf der Isla Sorna sollte ein Satellitensystem entwickelt werden, mit welchem man diese Feldversuche hätte überwachen sollen. Da hätte man dann sehr wahrscheinlich auch irgendwelche Chips in Saurier eingepflanzt oder der Satellit hätte auf Wärme reagiert und damit hätte man dann eben die Wärmesignaturen der Dinosaurier erkennen können. Das war auch mit ein Grund, warum Ingen die ganzen Beschwerden mehr oder weniger abgetan hat, denn laut Ingen selber oder auch John Hammond wurden ja de facto keine Kosten gescheut. Es wurden ja Milliarden von Dollar in diesen Satelliten investiert, um eben genau sicherzustellen, dass eben keine Unfälle passieren. Die Unfälle, die passiert sind, werden entweder komplett verheimlicht oder eben innerhalb der Mitarbeiterschaften der Isla Sorna so abgetan, als wären die Mitarbeiter selbst dran schuld gewesen. Sie hätten ja
innerhalb der noch nicht fertig gebauten Sicherheitskomplexe bleiben sollen. Das heißt, ja, ganz kurz nochmal, um hier reinzukretschen, hier war meine Idee, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr die skrupellose Herangehensweise von Injun zeigt und vielleicht auch ein bisschen mehr in das Buch reingeht. Ich meine, das Ganze kommt schon so ein bisschen rüber wie eine riesen Injun-Verschwörung, dass Injun die Leute da quasi aber auch irgendwie zum Stillschweigen verdonnert, das grenzt ja schon an Sklaverei. Und ja, das würde ich tatsächlich so ein bisschen mit aufbauen, denn aus dem Buch wissen wir ja, dass Injun alles getan hat, um Menschen zum Schweigen zu verdonnern, um das Ganze geheim zu halten. Die sind quasi über Leichen gegangen de facto. Und jetzt haben sie eben noch die Menschen auch auf einer Insel drauf und die Menschen können da eben nur weg, wenn Injun die Leute weglässt. Und auch hier könnte man dann davon ausgehen, dass schon bestimmte Konflikte innerhalb dieser Wissenschaftler passiert werden. Trotz allem musste Injun natürlich aber auch dafür sorgen, dass die Stimmen nicht noch lauter werden, dass die Rufe nicht noch weiter nach außen dringen würden durch irgendwelche Mittel. Zwar wurden auch Telefonate der Mitarbeiter nach außen überwacht, aber konnten eben nicht verhindert werden. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter das Ganze hätte weitergeben können oder weitergeben wollen an jemanden Außenstehenden, der vielleicht irgendwelche seriösen Kontakte gehabt hätte, hätten sie das zwar überwachen können, aber sie hätten es eben nicht verhindern können. Deswegen haben sie eben, um die Mitarbeiter ein bisschen zu beruhigen, dann die Ranger-Teams vergrößert und eben weitläufiger außerhalb der gerade in Baustellen befindenden Areale eingesetzt. Und hier kommen wir jetzt zu meinem ersten Hauptdarsteller, Sergio de la Cruz. Habe ich mir selber ausgedacht, wie gesagt, der Name. Den Namen gibt es so nicht im Jurassic-Universum. Die Person hier habe ich komplett mit AI erschaffen. Die Person gibt es so auch nicht. De la Cruz wäre nämlich kurz darauf von niemand Geringerem als Robert Muldoon selbst dazu aufgefordert worden, bitte für die Sicherheit in diesem Park oder auf der Insel zu sorgen. In meiner Geschichte, und ich bin immer jemand, ich kann so dezenten Fanservice, damit komme ich immer ganz gut klar, wenn er einem eben nicht so auf die Nase gebunden wird. In diesem Fall hätte ich mir ausgedacht, dass de la Cruz von Robert Muldoon selber ausgebildet worden wäre, als er zusammen mit John Hammond noch das Animal Kingdom geleitet hat. Das heißt, de la Cruz und Robert Muldoon hätten eine gemeinsame Vergangenheit und de la Cruz hätte auch schon im Animal Kingdom gearbeitet. Und obwohl de la Cruz Robert Muldoon äußerst respektierte, weil wer macht es nicht, ich glaube jeder respektiert Robert Muldoon, hat er dennoch eine ganz andere Sicht auf Dinosaurier gehabt als eben sein Lehrer. Denn während Robert Muldoon die Tiere ja mehr als Monster als Gefahr ansieht und zum Teil einfach Aussagen bringt, wie man sollte sie eigentlich alle töten, ist de la Cruz eher begeistert davon, was diese Technologie, mit denen sie Dinosaurier erschafft haben, jetzt wirklich für die Wissenschaft bedeutet. Anders als Muldoon sah er die Saurier also nicht als Monster, sondern eher als eine Chance, als Hoffnung an. Der Grund dafür war unter anderem die Tochter des ehemaligen Partners von John Hammond, Charlotte Lockwood, die 20-jährige Studentin, die den Anstoß der Gentechnik im Bereich Medizin gab. Müssen wir jetzt hier Charlotte Lockwood mit einbauen? Ich sag ganz ehrlich ja, denn wir wissen ja, sie war auf der Insel zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall schon gewesen. Und ich habe mir das Ganze hier sogar ausgerechnet. Charlotte Lockwood müsste zum Zeitpunkt von Jurassic Park 2, nein, falsch, zum Zeitpunkt von Hurricane Clarissa, also 1995, um die 20 Jahre gewesen sein. Das müsste so hinkommen. Demnach, ja, es macht irgendwie Sinn, sie damit reinzupacken, weil sie ja später, auch wenn es in Dominion nicht mehr wirklich gut aufgegriffen wird, dass sie ja wirklich die Forschung für wesentlich mehr nutzen möchte, als einfach nur einen Park zu erbauen. Der Fokus lag zwar immer noch auf der Erschaffung der Dinosaurier, und obwohl Charlotte versucht hat, den Anstoß eher in Richtung Medizin zu geben, hat John Hammond weiterhin darauf gepocht, dass diese ganze Forschung mehr dafür benutzt wird, um an Dinosauriern Experimente durchzuführen. Charlotte lenkte die ganze Geschichte dann aber auch mehr in die Richtung, naja, dass man ja aber auch mit dieser Forschung anfangen könnte, herauszufinden, wie Dinosaurier denn vielleicht keine Krankheiten mehr bekommen würden, wie zum Beispiel der Albertosaurus, der ja dann, das ist ein Fakt, am Anfang in seiner Gefangenschaft noch bestimmte Krankheiten aufgewiesen hat. Natürlich hat sie das mit einem ganz anderen Hintergrund Gedanken gemacht, denn Charlotte ist in meiner Variante der Geschichte von Anfang an eher von der medizinischen Forschung, vom medizinischen Erfolg dieser Forschung überzeugt gewesen. Wichtig sei es nämlich unter anderem auch, die Dinosaurier dermaßen genetisch so zu manipulieren, dass sie auch gerade keine ansteckenden Krankheiten bekommen können, weil die würden sich ja wie ein Laubfeuer verbreiten und dann würden, naja, um John Hammond ein bisschen ins Gewissen zu reden, Milliarden von Geldern verschluckt werden. John Hammond begann also immer mehr die Idee von Charlotte Lockwood
in sich zu verinnerlichen, hat sie auch für gut abgefunden und wollte dann, dass Dr. Henry Wu früher oder später auf die Isla Sorna reist, um zusammen mit Charlotte Lockwood das berühmt-berüchtigte Amalgam-Testing zu beginnen, in welchem er dafür sorgen sollte, dass bestimmte Dinosaurierarten, die eine gewisse Krankheit nicht bekommen konnten, mit anderen Dinosauriern, die die Krankheit bekommen konnten, zusammenzumischen, damit die Saurier eben die Krankheit nicht bekommen konnten, weil sie ja das Genmaterial hatten, das eben die Krankheit nicht bekommen konnte. Jetzt könnt ihr mir ganz kurz in die Kommentare reinschreiben, ob das zu viel Fanservice wäre. Habe ich jetzt hier Charlotte Lockwood zu viel mit eingebunden? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Wir machen jetzt erstmal weiter mit der Geschichte. Worum es sich genau in dem Amalgam-Testing, worum es sich dabei handelte, wurde auch unter den Wissenschaftlern vorerst heimgehalten. Allerdings ist Amalgam-Testing eigentlich eine relativ klare Aussage, beziehungsweise kann man da schon so ein bisschen abwägen, worum es denn dann im Endeffekt da gehen sollte. Aus diesem Grund hatte Sergio auch so viel Hoffnung in Charlotte Lockwood gesetzt, weil er eben daran verbissen war und gehofft hatte, dass sie es irgendwie schaffen würde, dass dann letztendlich die Forschung so weit kommen könnte, dass man mit Hilfe eben jener Forschung auch bestimmte Medizin für Krankheiten erschaffen konnte oder eben herstellen konnte, die bis dato noch als unheilbar galten. Hier würde ich dann vielleicht für Sergio sogar noch eine Hintergrundgeschichte einbauen, warum er denn so scharf auf diese Medizin gewesen wäre, weil seine Mutter vielleicht schwer krank wäre oder seine Schwester, irgendwie sowas, damit wir auch da eine Begründung hätten, warum dieser Geschichtsstrang zum Beispiel so wichtig gewesen wäre. Dass wir auf der einen Seite eben Sergio hätten, der Dinosaurier erforscht hätte, und dabei hätte er auch bestimmtes Verhalten aufweisen können. Ich meine auch die Tatsache, dass die Velociraptoren so extrem schlau sind, hätte zum Beispiel auch von Sergio an Robert Muldoon weitergegeben werden können, weil das, was Ingen ja auf der Isla Nubla gemacht hat, da haben die eigentlich auch nur Tests mit eingesperrten Raptoren machen können. Sergio hätte jetzt hier in Feldtests selber feststellen können, wie unfassbar hintertückig die Tiere auch sein können. Ebenfalls wäre jetzt dann auch noch hier dann der Bezug zu Charlotte Lockwood mit dabei gewesen, die an Medizin interessiert gewesen ist, und dadurch kam eben dann die Idee zum Amalgam-Testing zustande, und daraufhin wollte Henry Wu auf die Insel reisen. Und sogar das ist ja schon ein offizieller Fakt, dass auf der Isla Sorna Gebäude gebaut wurden, wie zum Beispiel bestimmte Unterkünfte für John Hammond, aber auch für einen Dr. Henry Wu. Das heißt, da könnte man davon ausgehen, ja, Henry Wu hätte, wenn der Jurassic Park super gelaufen wäre, letztendlich seine Forschung genommen, hätte das Ganze auf die Isla Sorna verlagert und hätte dann zusammen mit Charlotte Lockwood an dem Amalgam-Testing geforscht. Parallel dazu hätten wir ja noch die Geschichte von Kathleen Brennan. Und Fanservice, ich gehe jetzt hier mal nicht auf den Namen Brennan ein, vielleicht wisst ihr, in welchem Zusammenhang diese Frau jetzt irgendwie stehen könnte. Kathleen Brennan wird für die Überwachung des neuen Staudamms eingeteilt, der Staudamm, der eben die Insel mit Strom versorgen sollte, und der muss nun erweitert werden, weil John Hammond eben gemerkt hat, okay, wir können die Isla Nubla nahezu komplett durch Geothermalenergie betreiben. Das heißt, auch hier müssen wir eben schauen, dass die Isla Sorna ihre Energie aus so vielen natürlichen Quellen wie eben möglich bekommt. Zum einen wurde hier auch von Geothermalenergie geredet, aber eben auch von diesem Staudamm. Der wird jetzt hier in der Geschichte noch ein bisschen weiter ausgebaut. Und deswegen wird dann Kathleen Brennan von der Wasserforschung mehr oder weniger abgezogen, beziehungsweise wird einfach ihr Gebiet ein bisschen erweitert. Sie hat nämlich davor dafür gesorgt, dass die Wasservorkommen untersucht werden. Das heißt, die Gewässer werden ja von den Meeren auf die Insel geleitet, weil da eben diese Gräben reingerissen wurden. Im Meer befindet sich leider auch sehr viel Abfall, wie Plastik oder generell Wasserverschmutzung. Deswegen war sie dafür zuständig gewesen, oder wäre sie dafür zuständig gewesen, genau das eben zu untersuchen. Durch ihre extreme Kompetenz wurde sie dann von John Hammond, wir könnten sagen, befördert und eben zum Bau des Staudamms mit einbezogen. Denn der Staudamm sollte nicht nur einfach Strom erzeugen, der Staudamm sollte noch um 3 weitere Generatoren erweitert werden. Zum einen sollte ein Generator des Wasserwerks das Wasser in Trinkwasser umwandeln, was ja Sinn ergibt, denn das Meer hat reichlich Wasser, allerdings muss das Wasser natürlich sehr stark aufbereitet werden, damit man es überhaupt irgendwie trinken kann und damit man nicht die ganze Zeit Wasser von A nach B exportieren muss. Da hat John Hammond sich eben gedacht, okay, wir nehmen das reichste Vorkommen, was wir eben haben, in dem Fall eben Salzwasser, das wird eben in den Damm umgeleitet, wird dann umgewandelt und dann zu Trinkwasser weiterverarbeitet. Der zweite Teil dieses Kraftwerkes sollte dann dafür sorgen, dass hier das Wasser je nach Ingens Bedürfnissen umgewandelt werden könnte, wie zum Beispiel auch Süßwasser, damit sie damit bestimmte Seen oder auch Tümpel künstlich kreieren konnten, weil sie ja die Idee hatten, Dinosaurier frei auf der Insel herumlaufen zu lassen. Das heißt, sie mussten auch die Insel komplett nach ihren eigenen Vorstellungen umgestalten.
Und zuletzt hätten wir eben noch das dritte Aggregat dieses gesamten Staudamms. Und das wäre eben dafür da gewesen, um von allen anderen Energievorkommen, die dann da eben aufgebraucht wurden, bestimmte Reserven zu sammeln, eben für Sicherheiten. Falls mal irgendwas passieren sollte, wie zum Beispiel ein Sturm oder so, wäre das natürlich schon sehr nützlich gewesen. Kathleen wäre dann in dieser Geschichte übrigens auch die erste Person gewesen, die von dem Vorfall des Jurassic Park mitbekommen hätte. Denn das Ganze wäre für den Anfang erstmal noch versucht worden, extrem geheim zu halten. Das heißt, die ganzen Mitarbeiter auf der Isla Sorna, was mit ein Grund hätte sein können, warum die noch länger gearbeitet hätten hier und da, dass die das Ganze nicht wirklich präsent hatten. Allerdings hat Kathleen mitunter einen der ersten Anrufe erhalten, dass sich auf der Isla Nublar ein riesiger Unfall ereignet hat, mit Todesopfern, allem drum und dran, und dass sehr wahrscheinlich auch die gesamte Forschung der Isla Sorna in Gefahr ist. Das wäre also jetzt hier der zweite Story-Strang von der Geschichte gewesen, dass wir jetzt dann hier vielleicht so ein bisschen auch das moralische Hinterfragen von Kathleen selber bei der ganzen Nummer haben, die quasi mit einem Geheimnis dahergehen muss, das allerdings jeden auf dieser Insel betrifft. Und auch hier könnte man eben wieder einführen, dass Injun, ja, die jetzt ja nicht direkt nach 1993 einen direkten Schlag bekommen haben und finanziell direkt bankrott gegangen sind, das kam dann nach und nach, dass die aber einfach die leitenden Wissenschaftler auf der Isla Sorna noch zum Schweigen verdonnert hätten. Um hier auch nochmal ganz klar zu zeigen, ja, Injun ist schon irgendwie nicht ganz so eine geile Firma. Die versuchen wieder einmal alles unter den Tisch zu kehren, denn die Forschungen müssen trotz allem weitergehen. Quasi ganz nach dem Motto, das mit der Isla Nublar ist halt scheiße gelaufen, ist aber im Endeffekt nur ein dummer Rückschlag, den können wir wieder aufholen. Das wäre dann auch der Grund, warum die Forschung einfach noch 2 Jahre lang weitergelaufen wäre, bis 1995. Und dann würden wir zum großen Part kommen. Was ist denn dann wirklich auf der Isla Sorna passiert? Naja, zum einen muss man eben sagen, dass so ein Hurricane, der kommt in der Regel ja nicht einfach aus dem Nichts. Ne? Wir kommen jetzt zum großen Part, der Hurricane Clarissa. Was ist wirklich auf der Isla Sorna passiert, als dieser Hurricane mit voller Pracht, mit voller Kraft auf die Insel geschlagen ist? Es muss von vornherein am Anfang bereits Warnsignale gegeben haben. Das heißt, ja, die Menschen wurden angefangen zu evakuieren. Da man aber nicht damit gerechnet hat, dass dieser Hurricane so stark ist oder dann doch eher aus dem Nichts kommt als eigentlich gedacht und schneller auf die Insel zukommt als eigentlich erhofft, konnte man nur bestimmte Leute von der Insel abziehen. Ein paar andere Menschen mussten eben noch zurückbleiben. Ganz einfach, weil ein Mangel an Rettungsmaßnahmen auf der Insel geherrscht hat. Mit dem Helikopter konnte man die Leute nicht mehr wirklich lange evakuieren, denn der Hurricane hat eben so starke Kräfte gehabt, dass die Helikopter dadurch eben einfach nicht fliegen konnten. Ähnlich wurde es dann später auch mit den Booten. Das heißt, die ersten Boote sind zwar von der Insel noch weggekommen, man hat dann versucht, eher Frauen wegzulassen oder eben auch Kinder, die vielleicht bei ihren Müttern waren. Wie wir auch aus Jurassic World Dominion kennen, war das ja der Fall, zumindest bei Charlotte und bei Maisie so gewesen. Könnte auch öfter so gewesen sein, dass einfach Mitarbeiter ihre Kinder mit auf die Insel genommen haben, dass die dann quasi zuerst in die Boote gelassen werden. Und ja, jetzt kommt hier so ein bisschen Titanic-Vibes auf, aber ja, die wurden dann quasi von der Insel evakuiert, bis dann der Sturm immer stärker wurde und dann eine Nachricht von Injun und dem Festland Costa Ricas durchgegeben wurde: verbarrikadiert euch, geht in irgendwelche Bunker, versucht irgendwie unter die Erde zu kommen, geht in den Staudamm. Jetzt wird der Staudamm wieder wichtig. Versucht dort unten reinzugehen, um euch da irgendwie zu verbarrikadieren. Wir können euch hier nicht mehr rausholen. Jetzt kommen wir halt in das Szenario eines kompletten Katastrophenfilms. Die Menschen würden einfach anfangen, Panik zu bekommen. Sie würden versuchen, sich irgendwie in Sicherheit zu bringen. Einige würden sich einfach nur in ihren Siedlungen, quasi in ihren Häuschen verbarrikadieren, die Türen abschließen. Andere würden sagen, nein, ich bleibe bei den Forschungen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass auch die Dinosaurier, nicht einfach nur ein paar wurden freigelassen. Zahlreiche Dinosaurier sind ja auch auf der Insel immer noch in Gehegen drin. Es wurden ja nur ganz wenige Dinosaurier, auch wieder ein Fakt, für den Feldtest wirklich auch benutzt. Das heißt, alle anderen Dinosaurier sind noch weiter in den Gehegen gewesen und Wissenschaftler hätten dann definitiv auch sich dazu entschieden, das sinkende Boot nicht einfach zu verlassen. Nein, die wären vor Ort geblieben und hätten versucht, dass die Sicherheitssysteme eben nicht kollabieren, dass das Ganze irgendwie aufrecht bleibt. Naja, zu guter Letzt wissen wir aber alle, dass das Ganze nicht funktioniert hätte. Der Hurricane Clarissa wäre mit voller Kraft auf die Insel geschlagen und das Chaos wäre eben ausgebrochen. Sowohl die Stromversorgung wäre zusammengebrochen, als aber auch der Staudamm hätte diesem Druck
nicht länger standgehalten, denn der war ja auch immer noch im Umbau gewesen und hat deswegen extreme Sicherheitslücken aufgewiesen. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja okay, was wäre denn aber dann mit Catelyn zum Beispiel passiert? Warum gab es die in späteren Filmen denn nicht mehr? Möglicherweise war sie eine von den Wissenschaftlern, die sich unter dem Staudamm versteckt hätte und der wäre aber dann zusammengebrochen, was dann natürlich ihr Ende gewesen wäre. Tatsächlich wäre der Moment, in dem der Hurricane über die Insel fegt, noch gar nicht der Moment gewesen, wo Dinosaurier wirklich Terror verbreitet hätten. Nein, das wäre noch der Moment gewesen, wo sowohl Menschen als auch Dinosaurier versucht hätten, diese ganze Katastrophe zu überleben. Kein Saurier würde jetzt hier wie in Jurassic World 2 Fallen Kingdom auf die Idee kommen, ey, im Hintergrund fliegen gerade 9 Häuser weg, aber lass noch mal kurz jagen gehen. Die würden genauso versuchen, sich in Sicherheit zu bringen, würden versuchen, dem Hurricane standzuhalten und eben zu überleben. Der wirkliche Horror würde genau dann beginnen, wenn der Hurricane mehr oder weniger über die Insel hinweggefegt wäre. Es wäre immer noch ein bisschen stürmisch, das heißt, die Rettungsmaßnahmen könnten immer noch nicht wirklich eingeleitet werden. Und wir wissen ja, aus dem Spiel für die PlayStation 1, aus The Lost World war es, meine ich, gewesen. Da gibt es bestimmte Dokumente, die sagen, dass das Ganze 4 Tage gedauert hat, bis Injun die Leute von der Insel holen konnten. Das heißt, der Hurricane ist vorbei, es wird langsam alles ein bisschen heller. Man erkennt erst jetzt die Katastrophe, die über die Insel hereingebrochen ist. Massig Tote, es gibt ganz viele Wissenschaftler, die dem Sturm eben nicht standhalten konnten. Auch Dinosaurier, wissen wir auch aus offiziellen Fakten, dass sehr viele Dinosaurier bei dem Sturm eben umgekommen sind. Unter anderem wird auch der Albertosaurus mit dabei gewesen sein müssen, schätze ich mal. Weil der war auf der Insel, das ist auch ein Fakt, das ist offiziell Kanon. Aber er kam halt nie von der Insel runter oder er wurde halt nie wieder gesehen. Deswegen gehe ich davon aus, okay, der wäre dann zum Beispiel sehr wahrscheinlich dem Hurricane Clarissa zum Opfer gefallen. Die letzten Überlebenden würden sich also nun aus den Ruinen heraus befreien, würden die Türen ihrer Häuser öffnen und eben nochmal nachschauen, was ist denn jetzt wirklich noch übrig geblieben von der Insel, mit der Hoffnung, naja, vielleicht ist ja gar nicht so viel kaputt gegangen, und müssten dann eben merken, dass alles komplett zerstört ist. Es gibt keine Sicherheit mehr auf der Insel, alle Saurier laufen frei herum. Und die Menschen haben auch keine wirklichen Orientierungspunkte mehr. Es gibt keinen Kontakt mehr ans Festland und eben auch andersrum. Das heißt, das Festland kann die Leute nicht mal mehr erreichen, um vielleicht mit denen zu sprechen und sagen, passt auf, wir treffen uns hier und hier, wir holen euch hier und da ab. Tag Nummer 1 wäre vielleicht noch eher so der Tag, wo sich die ganze Insel nochmal erholen müsste. Ja, sowohl Dinosaurier als auch Menschen würden sich erst nochmal sammeln müssen. Gerade die Menschen würden sich dann an bestimmten Orten nochmal treffen, sich über bestimmte Sachen unterhalten, anfangen Pläne zu schmieden, wie zum Beispiel an die Küstenregionen zu gehen, um eben zu schauen, ob da vielleicht noch das ein oder andere Rettungsboot übrig sein könnte, mit dem sie vielleicht fliehen könnten. Wir dürfen hierbei nicht vergessen, dass die Dinosaurier von Jurassic Park, so sehen wir es zumindest auf der Isla Nublar, ebenfalls durch Technik gefüttert werden. Ja, das heißt, die Ziegen als Beispiel von Jurassic Park 1, die beim T-Rex verfüttert wird, die kommt ja aus so einem Untergrund heraus. Und das würde jetzt nicht mehr funktionieren. Die Gerätschaften wären ja alle komplett kaputt. Das heißt, ab jetzt müssten Dinosaurier anfangen zu jagen. Die werden nicht mehr gefüttert. Wenn ein Raubtier Hunger bekommt, würde es auch schon mal einen Menschen jagen. Und das würde dann langsam ab Tag 2 beginnen. Die ersten Dinosaurier würden sich immer weiter in die zerstörten Siedlungen der Menschen hervorwagen. Die einzige Hoffnung, die eben die Überlebenden noch hätten, wären die Ranger-Teams, die mit Waffen ausgerüstet wären. Aber auch hier wäre die Munition natürlich sehr stark begrenzt worden. Gerade die Velociraptoren wären eine extreme Gefahr gewesen, beziehungsweise erst dann geworden, als sie wirklich freigekommen sind. Denn das ganze Raptorenrudel, das noch eingesperrt war, würde sich mit dem einzigen Raptoren verbünden und eben zusammentun, der bereits im Feldtest frei auf der Insel herumlaufen durfte. Dass dieser Velociraptor hat bereits Erfahrungen mit dem Jagen, mit dem Draußenleben gehabt und würde diese Erfahrungen dann eben mehr oder weniger weitergeben an die restlichen Velociraptoren und das würden sie natürlich ausnutzen, um menschliche Beute zu erlangen. Das Szenario hier wäre ein langsames Katz-und-Maus-Spiel. Die Menschen würden immer mehr versuchen, sich in ihre Häuser zurückzuziehen. Es würden auch sehr viele Menschen dabei logischerweise sterben, denn diese kleinen Häuschen, die von John Hammond als Siedlung gebaut wurden, wären nun auch nicht mehr geschützt, da es keinen Strom mehr auf den Zäunen gegeben hat. Und in Jurassic Park 3 haben wir ja gesehen, wie schnell ein Spinosaurus zum Beispiel durch dieses Gitter hindurchbrechen konnte. Eine bestimmte Gruppe von Leuten wäre auf dem Weg ans Ufer der Isla Sorna gewesen, beziehungsweise an den Hafen der Isla Sorna. Wir wissen ja aus offiziellen Fakten, dass es 3 verschiedene Hafen gegeben hat. Diese Gruppen würden diese 3 Häfen allerdings nicht erreichen. Aufgrund der extremen Entfernung und eben der freilaufenden Dinosaurier und Wetterbedingungen, allem drum und dran, wären diese Gruppen dann nach und nach
naja, entweder gefressen worden oder wären eben an Wetterbedingungen oder eben herabfallenden Trümmern, die noch übrig gewesen wären, gestorben. An Tag 3 und Tag 4 wäre dann das Chaos wirklich komplett vorprogrammiert gewesen. Gerade nachts kommen Raubsaurier in bestimmte Siedlungen herein und versuchen eben die Menschen noch einmal aus ihren Betten rauszureißen. Die Menschen, die noch am Überleben sind, die haben schlaflose Nächte, die haben Schlafmangel, die trauen sich einfach nicht mehr einzuschlafen, weil sie ganz genau wissen, wenn da jetzt ein Raubsaurier reinkommt, dann haben sie eben schlechte Karten. Aus dem Hintergrund hört man immer wieder den Tyrannosaurus Rex brüllen, andere Dinosaurier laufen laut stampfend eben durch den Dschungel und man merkt immer mehr, dass die Natur sich schon nach so wenigen Tagen die Macht auf der Insel zurückgeholt hat. Das Leben findet einen Weg, würde Ian Malcolm jetzt sagen, womit er auch vollkommen recht hat. Die Isla Sorna würde sich nach und nach immer mehr zu dem herum umwandeln, was wir dann später auch aus den Filmen kennen, aus The Lost World und aus Jurassic Park 3. Nach den 4 Tagen würde es dann erste Rettungsteams geben, die allerdings auch erstmal auf der Insel ankommen würden. Und da die ja keinen Kontakt zu den Menschen aufbauen konnten, müssten die sich erstmal in die Mitte zum Zentrum durchschlagen, weil eben dann da die Hauptsiedlung der Wissenschaftler aufgebaut gewesen ist. Dort würden sie allerdings nicht allzu viel vorfinden, außer ein paar tote Dinosaurier, tote Wissenschaftler und komplette Zerstörung, was eben die Siedlung angeht. Die Menschen, die letzten Überlebenden, haben nämlich die Siedlung bereits verlassen und mussten zusehen, dass sie irgendwie am Leben bleiben, beziehungsweise dass sie es irgendwie schaffen, Kontakt mit der Außenwelt aufzunehmen oder eben, dass sie es irgendwie schaffen, die Insel zu verlassen. Unter anderem war eine Idee dabei gewesen, dass sich eine Gruppe von Wissenschaftlern und von Überlebenden auf den Weg zum Staudamm macht. Denn der war ja dafür gebaut gewesen, dass ein Notfallaggregat eingeschaltet werden sollte, gerade wenn so ein Unfall mal passieren sollte. Das Ganze war allerdings nie für so ein Ausmaß gedacht gewesen. Aus diesem Grund gab es hier auch relativ wenig Hoffnung auf, naja, Strom, um eben das Festland zu erreichen. Das Rettungsteam wird also dann zum Schluss nur noch relativ wenig Mitarbeiter aus den Trümmern, aus der Zerstörung der Isla Sorna herausziehen können. Unter anderem wäre dann hier auch Kathleen Brennan mit dabei gewesen, die ebenfalls der Zerstörung der Isla Sorna zum Opfer gefallen wäre. Und hier kommen wir jetzt vielleicht wieder zu einem Fanservice-Moment und jetzt könnt ihr mir wirklich sagen, ey, ist das wirklich zu viel Fanservice? Jetzt könnte aber die Kamera auf einen Billy Brennan umschwenken. Wenn ihr es noch nicht gemerkt habt, ja, Kathleen wäre in dieser Geschichte die Schwester von Billy Brennan gewesen. Wir haben jetzt also einen kleinen Timeskip mit dabei. Die Schwester von Billy ist tot. Wir haben den Timeskip zu Billy rüber, der immer noch daran denken muss, was Injun seiner Schwester angetan hat. Ebenfalls hat Injun das Ganze auch noch lange Zeit verheimlicht. Das war dann der Grund, warum Billy versucht hat, immer näher eine Beziehung zu Alan Grant aufzubauen. Als die beiden dann wirklich auf die Isla Sorna gekommen sind, um dann dort Eric und Ben Hildebrand zu finden oder eben zu suchen, da hat er seine Chance ergriffen. In dieser Geschichte hätte Billy aber auch gewusst, dass die Kirbys bereits vorhaben, auf der Isla Sorna zu landen. Der wäre da quasi im gesamten Ding mit involviert gewesen, weil Billys Plan von Anfang an gewesen ist, das Injun irgendwie heimzuzahlen, auch wenn es eben nur mit dem Diebstahl der Eier ist, mit dem er sich dann eben selber bereichern wollte, beziehungsweise wollte er damit ja eigentlich nur die Paläontologie unterstützen. Die ganze Geschichte mit Billy könnte man vielleicht noch ein bisschen schlauer ausbauen, ja, aber das wäre jetzt so meine Idee hinter der Geschichte der Isla Sorna gewesen. Wenn das Ganze verfilmt werden könnte, wäre das so ein Geschichtsaufbau, wo ich sagen würde, das wäre doch gar nicht so verkehrt. Und schreibt mir echt in die Kommentare, wenn ihr sagt, doch, finde ich kacke, was du gerade erzählt hast. Seid da ruhig ehrlich zu mir, aber ich meine, das wäre ein Story-Aufbau, der verschiedene Aspekte abdecken würde. Quasi dieser Titanic-Aufbau. Wir haben den großen Climax, den Untergang der Titanic, in dem Fall eben das Ankommen des Hurricane Clarissa. Dann haben wir noch unsere beiden Hauptfiguren, die wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr zu tun bekommen müssten. Die eine eben einmal, die mit der Geothermalenergie beschäftigt ist, weil der Staudamm ja doch ein essentieller Teil der Isla Sorna ist, die wir in den Filmen auch nie gesehen haben. Also den Staudamm haben wir nie gesehen. Und eben auf der anderen Seite dann noch die Feldtests, die dann da auch noch abgehalten wurden und hier bestimmte Forschungen mit einzubringen. Ebenfalls dachte ich mir, es wäre doch gar nicht so blöd, wenn man hier schon das Amalgam-Testing ein bisschen einführt und das Amalgam-Testing macht ja genau das. Es führt quasi zwei verschiedene Dinosaurier zusammen, um einen neuen zu kreieren. Dadurch könnte aber auch erst Charlotte Lockwood auf die Idee gekommen sein, einer gesunden Zelle mit der Replikation von sich selbst zu kombinieren, damit sie dann eben später sich selbst nochmal klonen kann, die aber eben keine Krankheit hat. Das Ganze könnte man miteinander so ein bisschen verweben. Und ich glaube, in meiner Vision jetzt hier wäre das eigentlich eine ganz gute Idee, um dann auch wirklich Jurassic Park 1, 2 und 3 wesentlich fester mit Jurassic World zu verbinden.
So, das war jetzt die Geschichte, die ich mir über die Isla Sorna ausgedacht habe. Ein solcher Film könnte meiner Meinung nach das Jurassic Park-Universum in völlig neuer Weise erweitern. Wir hätten nicht nur einen packenden Katastrophenfilm, sondern eben wie gesagt auch die Möglichkeit, ethische Fragen rund um die Wissenschaft und das Leben selbst zu stellen. Und das ist für mich hier auch wirklich zentral wichtig, denn das sind Fragen, die Jurassic Park schon immer im Kern verankert hatte. Aufgrund dessen gibt es die Jurassic Park Bücher und die Filme von Steven Spielberg zumindest überhaupt nur in der Form, wie wir sie wirklich haben, denn diese moralischen Fragen waren immer zentrales Thema. Und natürlich würden wir die Ursprünge der verwilderten Isla Sorna erleben. Ich denke einfach, das wäre ein unglaublicher Einblick in die verlorene oder in die vergessene Zeit zwischen den Filmen und könnte einen wirklich epischen Beitrag zur Reihe leisten, plus auch noch ein, zwei Fragen beantworten, die wir uns doch bis heute alle mehr oder weniger stellen. Das war jetzt hier mein grober Pitch für einen Jurassic Park Film über den Hurricane Clarissa. Jetzt seid wie immer ihr gefragt, was haltet ihr von meiner Idee? Würdet ihr so einen Film sehen wollen und habt ihr vielleicht eigene Ideen für Charaktere oder auch die Haupthandlung? Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare unten rein, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ihr Lieben, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann, ciao, ciao. Er hat eine Menge Druck. Er hat, das ist ein Satz, ey. Er hat eine Menge Druck. Oh Mann. Ei, okay. Er hat eine Menge Druck. Fuck, er hat richtig Druck, hat der Typ. Eieiei, hat er Druck.